Ich darf unser Publikum recht herzlich an den Empfangsgeräten begrüßen zu Rainer Wein. Mein Name ist Michael Winkler und ich habe heute das außergewöhnlich weihnachtliche Vergnügen, einen mir ganz geschätzten und besonderen Gast begrüßen zu dürfen. Ein Endokrinologe, Gynäkologe, Theologe und auch Buchautor. Er lebt nach dem fleißigen ethnischen Prinzip vom Roosevelt. Er hat einen sehr strikten Tagesplan. Und ich freue mich, dass er die Zeit genommen hat, heute bei uns zu sein. Professor Dr. Dr. Huber Johannes. Johannes, ich freue mich sehr, dass du den Weg, heute wirklich den weiten Weg auf dich genommen hast. Wir haben das wirklich sehr generalstabsmäßig geplant und ich weiß jetzt, dass es Gott gibt. Ja? Weil einen Parkplatz im 9. Bezirk in zwei Variationen so zu bekommen, dass er rechtzeitig ist, ist eine übergeordnete Energie. Johannes, danke, dass du da bist. Danke für die Einladung. Im Alten Testament bezeichnet die Himmelsleiter als Jakobsleiter. Da hat sich ein Mönch zurückgezogen in ein Kloster und hat darüber geschrieben. Mit einem ganz einfachen Füllhalter, in einer ganz einfachen Atmosphäre. Wie kommt es dazu? Der Mensch ist in der Evolution das erste Wesen, das begriffen hat, dass es offensichtlich eine Intelligenz gibt, die über seiner eigenen Intelligenz existiert. Und seit Jahrtausenden versucht die Menschheit, zu dieser anderen Existenz Brücken zu bauen, Leitern zu errichten, Pyramiden in Ägypten sind wahrscheinlich das erste und beeindruckendste Beispiel. Und das geht weiter, bis eben dann im Katharinenkloster diese Himmelsleiter dargestellt wurde, die bereits im Alten Testament, die Hebräer waren ja teilweise auch in Ägypten, nicht auch in Mesopotamien, dort gab es ja auch diese Pyramiden, und die im Alten Testament die Himmelsleiter beschrieben haben, die Jakobsleiter als erstes, die dann von einem frühchristlichen Künstler im Katharinenkloster auch in ein Bild gefasst worden ist. Das Katharinenkloster, das übrigens seit 1500 Jahren nicht zerstört wurde, das heute noch steht. Stand damals unter Schutz von Moses. Ursprünglich also hat es einen Moses-Konnex, allerdings der wirkliche Protektor war Mohammed. Mohammed war im Katharinenkloster mehrmals zu Gast und ist dort extrem freundlich bewirtet worden. Und deswegen haben die Mönche einen Brief bekommen von ihm, der ist heute im Museum in Istanbul einzusehen. Und in dem Brief steht in etwa drinnen, dass man dieses Kloster schützen und nicht erobern soll. Und wahrscheinlich ist das der einzige Grund, dass seit dem 6. nachchristlichen Jahrhundert dieses Kloster arbeitet, dass Mönche dort sind und dass sie nicht erobert wurden. Du hast ja selbst auch das Katharinenkloster einmal besichtigt. Wir hatten einen Gynäkologenkongress und ich hatte damals den Kardinal König gebeten, ob er uns nicht so ein Empfehlungsschreiben mitgeben könnte, also Permission, nicht? Und dann sind wir dorthin gefahren und haben das ja gezeigt mit dem Seppi Leodold, also meinem wirklich lieben Freund damals schon, der Sohn der damaligen SPÖ-Ministerin Leodolter. Und da plötzlich gingen die Türen auf und man ließ uns rein und hat nicht nur die alten Schriften uns gezeigt, also ganz alte Papyre, sondern auch tatsächlich dieses wunderschöne Bild der Himmelsleiter, das man ja auch im Internet sich jetzt runterladen kann und das aus dem 6. nachchristlichen Jahrhundert stammt. Ihr habt sogar einen verstohlenen Blick über die Mauern werfen dürfen in diese Grünanlage, die euch normal nicht erlaubt war, zuzugänglich zu sein? Das war auch bei einem Kongress, okay. Allerdings war das in Jerusalem. Aber das mit der Mauer ist richtig und war auch beeindruckend, denn hinter der Polizeistation, also dort, wo also der Palast des Herodes noch steht, nicht? Also die Grundmauern, dahinter ist ein Platz und dann ist eine Polizeistation und hinter der Polizeistation ist das Kloster der Armenier. Und dieses Kloster der Armenier hat eine hohe Mauer und ist eine Grünanlage und unter der Grünanlage liegt der Palast des Pilatus. Und das war die Stelle, und das ist auch so gut tradiert, das ist die Stelle, wo Pilatus Jesus gefragt hat, was ist eigentlich die Wahrheit? Und Pilatus hat Jesus gefragt. Also Jesus hat gesagt, ich lege Zeugnis für die Wahrheit ab. Und Pilatus, der gebildete Römer, hat lange offensichtlich in die Welt geblickt und hat dann gesagt,
was ist schon die Wahrheit? Wenn man heute unsere öffentlich-rechtlichen Sender anschaut und sich dort manche Nachrichten reflektierend anschaut, dann hat man auch manchmal die Frage des Pilatus vor sich, was ist wirklich Wahrheit? Ist es das, was berichtet wird, oder ist die Wahrheit ganz etwas anderes? Nicht? Also die Pilatus-Frage, was ist Wahrheit, ist sicher etwas Besonderes. Und das ist heute im Kloster der Armenier unter der Erde. Und auf dem gleichen Gebäude ist höchstwahrscheinlich jener Raum, wo das letzte Abendmahl stattgefunden hat. Also etwas weiter davon. Aber das ist ein großes Areal. Und die Armenier, die schützen das nicht. Die lassen mehr oder weniger niemand da rein. Da hatten wir kein Empfehlungsschreiben damals. Und da sind wir auf die Mauer raufgeklettert und haben von oben reingeschaut. Verbotenerweise. Verbotenerweise, aber es ist eine Polizeistation daneben gleich. Also da hat man gedacht, also da wird schon nichts passieren. Nicht? Jetzt wollte ja Pilatus in diesem Dialog mit Jesus gar nicht verurteilen, weil er hat ja auch nichts Kriminelles erkannt in Jesus und hat das Volk extra auch zweimal gefragt. Ja, eine ganz wichtige Szene, die schon irgendwie an das Heute erinnert, nicht? Denn keiner von uns ist fehlerfrei. Wer macht schon keine Fehler? Jeder macht Fehler, nicht? Aber die voyeuristische Masse ist heute so programmiert, dass wenn ein besonders exponierter Mensch Fehler macht, dann muss er hängen, dann muss er guillotiniert werden, nicht? Und voyeuristisch möchte man das. Das große Wort des Christentums, des Verzeihens, das gibt es nicht mehr. Man schickt die Leute in die Wüste. Und das ist natürlich bei einer Republik von 8 Millionen Menschen, so viele intelligente Menschen haben wir ja wahrscheinlich nicht. Das ist ein Problem, wenn man jeden, der einen Fehler macht, sofort versucht zu exekutieren. Und das passiert ähnlich, wie damals es bei Jesus der Fall war. Der Pilatus geht raus und sagt, ja eigentlich, was hat er wirklich verbrochen? Ich habe keinen Grund, dass man ihn zu Tode verurteilt. Und die Masse schreibt, nein, kreuzige ihn. Und dann geht er noch einmal rein und redet noch einmal mit Jesus und dann geht er noch einmal raus und sagt, also ich kann da keine Todesursache finden. Und wieder schreit die Menge, nein, er muss sterben. Und das erinnert manchmal schon an die Jetztzeit, dass man auch den Eindruck hat, wenn jemand einen Fehler macht, dass man ihm verzeiht, dass man sagt, Max, beginne ein zweites Mal, nicht? Das macht man manchmal also bei Schwerverbrechern. Aber wenn ein exponierter Mann oder eine exponierte Frau Fehler macht, dann gehört sie sofort gehängt. Und die Masse möchte mitschauen, wie sie gehängt wird. Erinnert irgendwie an die französische Revolution. Also das ist eine Parallele, die eigentlich... Ein Voyeurismus, der wehtut und... möglicherweise gibt es da in Österreich ein eigenes Gen dafür, dass das die Bevölkerung besonders so begeistert. Und man sieht das ja auch bei Unfällen, nicht, wo dann die Masse stehen bleibt, fotografiert, den Verkehr auffällt, anstatt dass man weiterfährt und den Opfern halbwegs die Daumen hält oder ein Stoßgebet zum Himmel richtet, dass es denen halbwegs gut geht. Das ist der Voyeurismus und das findet man heute leider Gottes auch schon sehr oft, wie du jetzt angesprochen hast, auf der Autobahn, ist immer auf der Gegenfahrbahn. Richtig, ja. Nie auf der Seite, wo der Unfall passiert ist, oder seltener. Weil man von dort nicht zuschauen kann, nicht? Man kommt gar nicht hin. Aber die Leute möchten das filmen, die möchten das festhalten. Also irgendwie eine bedenkliche kollektive Bewusstseinslage. Ich möchte noch einmal auf dieses Bild vom Raphaels Transfiguration zu kommen, weil da hat es eine ganz besondere Bewandtnis. Der Raphael ist geboren am 6. bzw. gestorben am 6. April 1520. Ja. Und er wurde aber an diesem selbigen Tag, nämlich am 6. April, geboren. Ja. Und das noch dazu kommt, war der Sterbetag, war auch noch dazu ein Karfreitag. In dem Jahr war das der Karfreitag, nicht? Und das letzte Werk, an dem Raphael gearbeitet hat, war diese berühmte Transfiguration am Berg Tabor, steigt Jesus hinauf, die Jünger begleiten ihn und plötzlich verändert er seine Existenz, er wird ein anderes Wesen. Er transfiguriert praktisch in das Universum oder in eine transzendente Daseinsweise. Und das ist eine Koinzidenz, wo man natürlich denkt, vielleicht ist da tatsächlich eine Symbolkraft dahinter, die etwas ausdrücken möchte. Oder man nimmt die Symbolkraft für sich selbst mit, nicht? Aber eigenartig ist es schon. Interessant ist, dass natürlich die mittelalterlichen Künstler und auch dann die der Renaissance und des Humanismus immer dort, wo sie das Göttliche angedeutet haben, dort war das Licht.
Und das Licht besteht ja aus Photonen, wie wir wissen. Und Photonen haben keine Ruhemassen und Photonen haben auch keine Zeit. Sie unterliegen nicht dem Zeitbegriff, sondern sie sind mehr oder weniger ewig. Daher ist dieses Symbol des Lichtes für das Transzendente auch quantenphysikalisch gar nicht so unrichtig. Wir haben dazu ein Video. Intellektuell redlich ist, wenn jemand in einer persönlichen Entscheidung das auch meditativ für sich in einer ganz bestimmten Richtung interpretiert. Denn die Zeit ist eine, wenn auch hartnäckige Illusion unseres irdischen Geistes. Und Sie sehen hier, das ist nur die Milchstraße. Und Sie sehen hier, es ist nicht gut zu sehen. Das sind wir. Das ist unsere Erde. Also wir sind ein kleiner Punkt im Universum. Und in diesem Punkt vergeht die Zeit sicher anders als im gesamten Universum, wo Photonen sind, wo schwarze Löcher sind. Also da ist schon ein fundamentaler Unterschied. Und noch größer natürlich ist der Unterschied, wenn man vor dem Urknall zurückgeht, bevor das Universum überhaupt entstanden ist. Also vor 13,8 Milliarden Jahren. Wenn schon in diesem Universum die Zeit völlig anders vergeht, dann vergeht sie jenseits des Urknalls noch ganz anders, beziehungsweise dort gibt es überhaupt keine Zeit. Und wenn dort jemand in einer persönlichen Entscheidung den Schöpfer ansiedelt, dann ist das intellektuell redlich. Und der das gemacht hat, kurz vor seinem Tod, war interessanterweise Arik Brauer. Soweit die Verwandten das richtig geben, hat er als einen der letzten Sätze gemeint, er geht jetzt dorthin, von wo er gekommen ist, nämlich in die Ewigkeit. Und die Ewigkeit ist sicher dort anzusiedeln, wo das Universum noch nicht Universum war, wo mehr oder weniger das solitäre Ereignis des Urknalls noch nicht stattgefunden hat. Dort ist der Raum offen für alles. Dort gibt es nicht eine langsamere oder eine schneller vergehende Zeit wie im Universum, sondern dort gibt es gar keine Zeit. Es gibt eine schöne Geschichte mit Arik Brauer und Hugo Bortisch, die sich erkannten, die auch Freunde von dir waren und die jetzt am Zentralfriedhof praktisch Grab an Grab liegen, wo ein Magistratsbeamter das Grab organisiert musste für den Hugo Bortisch. Und die haben das so organisiert, dass die praktisch jetzt Grab an Grab liegen. Und der Arik Brauer, der ein sehr kultivierter und sehr auch jenseitsgläubiger Mensch war, der sich mit dem auseinandergesetzt hat, hat festgestellt, dass er jetzt in eine andere Ebene, nämlich genau auf diese Himmelsleiter, die du in deinem Buch beschreibst, nach oben klettert. Wie hast du das wahrgenommen? Ja, Hugo Bortisch war ein wirklich enger Freund und ich habe auch sein Enkelkind zur Welt gebracht und wir haben immer im dritten Bezirk beim Italiener ab und zu halt Mittag gegessen und er wollte natürlich über diese letzten Dinge nicht unbedingt sprechen, hat aber dann manchmal doch ein Wort darüber verloren und hat gesagt, wenn es wirklich ein Jenseits gibt, dann muss man schon zur Kenntnis nehmen, das kann nicht so sein wie hier anthropomorph betrachtet, sondern das muss ganz anders sein. Totaliter aliter, nicht, würde der mittelalterliche Mönch sagen. Und interessanterweise war es der Heinz Nussbaumer, also der frühere Sekretär des österreichischen Bundespräsidenten, der war mit beiden sehr gut befreundet und der Wiener Bürgermeister hat ihn dann beauftragt, die Trauerfeierlichkeiten zu organisieren, beziehungsweise hat ein Ehrengrab zur Verfügung gestellt. Und da hat der Heinz Nussbaumer geschaut, wo könnte man einen Platz finden und ist auf den Zentralfriedhof sogar hinausgefahren. Und dann, während er dort spazieren geht, sieht er das Grab vom Arik Brauer und daneben ist noch ein Platz. Und dann frei. Und dann hat er den Bürgermeister angerufen und der hat es möglich gemacht, dass neben dem Arik Brauer jetzt also der Hugo Bortisch begraben ist. Also das war eigentlich der Heinz Nussbaumer, der das induziert hat. Ich habe das auch sehr schön gefunden, wie der Arik Brauer mit seinem eigenen Tod umgeht oder wie er mit der Familie auch umgeht. Wir verdrängen den Tod, also wir nehmen den Tod gar nicht wahr, beziehungsweise sind wir in ein langes Leben geplant und unsere Sterblichkeit nehmen wir nicht an. Ja. Und du schreibst auch in deinem Buch, das kann man durchaus sagen, dass man mit dieser Sterblichkeit auch gegenwärtig umgehen soll, damit man ein besserer Mensch wird. Naja, als Mediziner ist man natürlich permanent konfrontiert mit der Endlichkeit des Seins. Und da fragt man sich dann natürlich selbst, wie viele Tage sind es noch? Sind es noch 2000 Tage? Sind es noch 100 Tage? Sind es noch
4000 Tage, aber berauschend ist die Zahl auf keinen Fall. Also, das ist jetzt eine wirkliche Endlichkeit, nicht? Und da kommt man natürlich schon ins Denken, nicht? Und dann muss jeder natürlich aus seiner Perspektive Antworten auf diese Frage geben. Arik Brauer, und das wird von seinen Angehörigen berichtet, hat für das Leben gedankt, er hat für seine Familie gedankt und er hat gemeint, er gehe jetzt dorthin, wo die Ewigkeit waltet. Und das ist auch physikalisch gar nicht so unrichtig. Das heißt, um noch einmal auf den Thomas Kempen zurückzukommen, der musste ja mit dem Wissen auskommen, was er zu seiner Zeit hatte. Das heißt, er hat in eine Richtung geschrieben, er hat keine Quantenphysik gekannt, er hat die ganzen wissenschaftlichen Grundlagen nicht gewusst. Wie kann das einem Mönch gelingen, so bildlich diese Himmelsleiter zu beschreiben, dass es für die anderen Mönche auch eine Motivation war, in diesem guten Glauben besser zu werden? Wie konnte er das beschreiben, als einzelner Mensch aus sich alles heraus zu erwirken? Naja, es gibt schon so Dinge wie Intuition, nicht? Möglicherweise war ihm als Mönch das eigen. Faktum ist, dass er eine Art von Yoga, würde man heute sagen, beschrieben hat. Eine Yoga, wo man sich hinsetzt, wo man mit einer Gedankenarbeit Ruhe bekommt und Ruhe erwirbt. Allerdings die Ruhe nicht aufgrund von zeitlichen Überlegungen, sondern aufgrund der Tatsache, dass man sich vorstellt, man ist Teil eines ganz Großen. Man ist Teil eines Universums, in dem hat man seinen Platz. Und in dem lebt man auch und in dem bleibt man letzten Endes auch, nicht? Und damit soll man sich nicht aufregen über die vielen Dinge, die uns mehr oder weniger oft belasten und die uns ärgern. Man soll an die 3000 oder 6000 Tage denken, die wir noch haben, und dann relativiert sich sehr vieles. Und das ist eine Form von Meditation, nicht? Das ist eine transzendale Meditation, könnte man sagen, und die hat Thomas von Kempen sicher gut beherrscht und auch in schöne Worte gefasst. Es wäre ja auch heute viel besser, wenn wir uns nach innen kehren würden und meditieren würden. Auch jede Krankheit, die mit Meditation begleitet wird, wird praktisch abgeschwächt, beziehungsweise der Heilungsprozess wird erhöht. Jetzt ist die Frage, wie kann ich aus unserer materiellen Welt, die wir ja rundherum wahrnehmen, weil wir sind sehr materiell organisiert und sehr materiell orientiert, mit der Marktwirtschaft, mit dem ganzen System, wie kann ich dieses System in eine einfache Weise wieder in sich kehren lassen? Ja, das ist die Mantra-Studie, nicht? Die Mantra-Studie ist im Lancet publiziert worden und hat beeindruckend Folgendes gezeigt. Menschen, die bereits einen Herzinfarkt hatten, neigen dazu, dass sie einen zweiten und dritten Herzinfarkt bekommen, also ein sogenanntes Rezidiv. Und da wurde in dieser Lancet-Studie wurden zwei Gruppen randomisiert, nämlich eine Gruppe, wo meditiert und auch gebetet wurde, also transzendente Meditation und auch Musik und Berührung, also digitale Reize, und eine andere Placebo-Gruppe. Und man hat gesehen, dass in wirklich beeindruckender Weise dort, wo meditiert wurde und wo auch gebetet wurde, dass dort die Inzidenz des Rezidivs, also dass wieder ein Herzinfarkt auftritt, signifikant geringer war. Und wir haben das in der Morgenbesprechung diskutiert, und der Clemens Dämpfer, der also der begabteste erste Oberarzt war, den unsere Abteilung hatte, der jetzt Ordinarius ist in Deutschland, der hat die entscheidende Frage gestellt. War die Herzinfarkt-Rezidivrate geringer, weil der Patient gebetet hat oder weil für ihn gebetet wurde? Natürlich war es wahrscheinlich so, dass die spirituelle Kraft deswegen vorhanden war, weil er gebetet hat, weil er sich dadurch auch bis zu einem gewissen Grad beruhigt hat. Ich habe die Arbeit dann dem Kardinal Schönborn geschickt, der zufällig damals in Rom war, und habe ihm auch ganz kurz die Fragestellung diskutiert. Und er hat mir zurückgeschrieben, eine schöne Karte, die ich heute noch habe von Rom. Also, lieber Herr Professor, ich danke Ihnen herzlich für die Arbeit. Es kann schon sein, dass wenn man betet, natürlich auch gesünder wird. Aber vergessen Sie nicht, es könnte auch sein, dass man gesünder bleibt, weil für einen gebetet wird. Es steht 50-50. Also das war zumindest die Interpretation vom Schönborn. Es gibt beide Lösungen. Hat unser lieber Kardinal mir so interpretativ mitgeteilt. Ich sehe das bei meinem Vater, der ist jetzt 85.
Und der geht auf Seminare, auch jetzt wieder auf ein Schweigeseminare, 10 Tage in Thailand. Mhm. Und der ist 85, ist fit, organisiert sich alles selber, kann die Flüge selber organisieren, ist komplett unabhängig und ist durch seine ständige Meditation, die er auch mit sich selber haben muss, weil in einem Kloster, wo du nicht schweigst, also wo du schweigst, kein Handy, kein Fax, nicht einmal sprechen ist erlaubt. Ja. Das heißt, du musst dich wirklich mit dir selber beschäftigen. Und mein jüngerer Bruder zum Beispiel, der scheitert an dem, weil diese Beschäftigung mit sich selber ist dann doch sehr intensiv. Also wenn man sich vorstellt, 10 Tage ohne jegliche Kommunikation, ohne Handy, ohne Fax, ohne irgendeine andere Kommunikation, wäre das nicht eine Möglichkeit, auch zum Beispiel unseren Politikern einmal ihre innere Ruhe zu zeigen? Naja, das wäre sicher eine Option, nicht? In der ruhenlosen Zeit ist es halt schwierig. Aber wichtig ist in dem Zusammenhang natürlich auch, dass man einerseits Ruhephasen und auch Fastenphasen praktiziert, auf der anderen Seite aber nicht zum Arbeiten aufhört. Also wenn man mit der Pension wirklich alles von sich streckt, dann kann das möglicherweise einen Alterungseffekt auslösen. Also solange es geht, soll man in irgendeiner Art und Weise arbeiten. Das muss nicht beruflich sein, aber man muss eine Sinngebung für sein Leben haben. Und mit dieser Sinnstiftung bleibt man auch jung. Du hast in unserem letzten Interview gesagt, durch das, dass du in diesem System warst und bist, entsteht fast eine leichte Soziopathie, dass du deine privaten Kontakte gar nicht mehr pflegen kannst, weil du so in diesem Arbeitsradius drinnen bist, dass du kaum mehr auskommst. Es ist immer die Frage, wie kann ich das abwägen, dass ich meine privaten Kontakte nicht vernachlässige? Naja, es hat halt jeder Mensch sein Profil, nicht? Und er ist ein Produkt seiner Erziehung, ein Produkt seiner Kindheit und so weiter. Und wir wurden halt in Hollabrunn getrimmt auf die Ethik des anstrengenden Lebens. Das heißt, wir mussten ununterbrochen ein Buch in der Hand haben oder mussten ununterbrochen irgendetwas rechnen oder lesen. Und damit ist die Ethik des anstrengenden Lebens mehr oder weniger in Fleisch und Blut übergegangen. Und daher tut man sich halt schwer, dann sich wohin zu setzen, zu einem Essen, nicht, und da 3 Stunden lang zu bleiben. Zeit zu verschwenden. Ja, und vielleicht ist das aber auch nicht die richtige Einstellung. Aber man hat es halt so mitbekommen, nicht, als Jugendlicher. Und dann denkt man sich, was könnte ich in diesen 3 Stunden alles machen? Nicht? Und dadurch entsteht dann so eine Art Soziophobie, an der ich möglicherweise sogar leide, ist natürlich auch eine Art Krankheit. Also ob das ganz so normal ist, das bin ich mir nicht sicher. Ist schon normal. Ja, ja, aber es hat halt jeder seine Eigenheiten, nicht? Und man muss sie mit viel Toleranz an sich selbst oder auch an den anderen dann natürlich, dann muss man denen begegnen. Es haben sich die größten Köpfe unserer Gesellschaft darüber Gedanken gemacht, auch der Albert Einstein, eben auch über diese Himmelsleiter, um jetzt noch einmal auf dieses Thema zurückzukommen, weil sich dein Buch natürlich damit beschäftigt. Zu viel wollen wir nicht verraten, damit die Zuseher und Zuhörer auch noch schmökern können. Aber er hat auch festgestellt, dass das mit der Quantentheorie auch zusammenhängt. Naja, ich habe ja auch ein Buch mit Walter Thiering geschrieben. Es war eine große Ehre für mich. Der Walter Thiering war ja 2 Jahre bei Albert Einstein und hat dort mit ihm intensiv gearbeitet und kennt viele Details, nicht? Einstein hat interessanterweise mit 6 Jahren erst angefangen zu sprechen. Nicht? Der hat bis 6 Jahre. Bis sechs Jahre hat er nicht gesprochen. Und dann ist so ein Genie aus ihm geworden. Und einen Monat vor seinem Tod, vor seinem eigenen Tod, er ist übrigens an einem Aneurysma gestorben, hat Albert Einstein. Albert Einstein, ja, ja. Ist sein bester Freund Bessot gestorben. Den hat er an der ETH in Zürich kennengelernt. Er war dann in der Schweiz auf dem Patentamt zusammen mit ihm. Und Bessot war auch der Einzige, den er wörtlich erwähnt in seinen Werken, dass er ihn begleitet hat und dass er ihm auch vieles verdankt. Und der ist, wie gesagt, 1 Monat und 3 Tage vor Einstein gestorben. Und einer der letzten Briefe von Einstein geht an die Angehörigen von Bessot. Und da schreibt er etwa sinngemäß Folgendes. Er, nämlich Bessot, ist mir vorausgegangen aus dieser sonderbaren Welt. Schon interessant, dass er als Quantenphysiker... Aus dieser sonderbaren Welt? Ja, ja, aus dieser sonderbaren Welt. Dass der Quantenphysiker sagt, also irgendwie passt ja diese Welt mit dem Makrokosmos und mit dem Mikrokosmos gar nicht überein. Der Mesokosmos ist sonderbar, in dem wir leben, nicht?
Aber für uns, schreibt er dann weiter, für uns gläubige Physiker, wobei das Wort gläubig so eine Metapher ist, denn Einstein war ja Agnostiker, aber er bezeichnet sich als gläubiger Physiker und für ihn als gläubigen Physiker ist es erwiesen, dass unsere Trennung zwischen der Zeit vor dem Tod und der Zeit nach dem Tod nichts ist als eine Erfindung unseres Geistes. In Wirklichkeit gibt es die Zeit gar nicht und damit auch nicht die Zeit vor dem Tod und die Zeit nach dem Tod. Das ist eine Erfindung unseres Kopfes. Und das heißt natürlich, dass die Trennung zwischen vor dem Tod, nach dem Tod, Leben, nach dem Leben, dass das eigentlich auch nur ein Konstrukt, ein Narrativ unseres Geistes ist. Und in Wirklichkeit ist auch das eine Einheit und in dieser Einheit darf man nicht unterscheiden. Und die alten Kulturvölker haben das ja auch als Einheit immer wieder gesehen. Man denke nur an die Etrusker, aber auch schon die Ägypter. Die haben denn unser Leben und das Sein nach dem Tod als große Einheit gesehen. Und die einsteinische Theorie gibt dem nur recht. Denn die Zeit, also wenn man sich anschaut, da auf diesem kleinen Tischerl vergeht die Zeit anders als am Fußboden. Am Satellit geht die Zeit auch ganz anders wie hier auf der Erde. Und das ist ja auch der Grund, sie vergeht schneller. Und zwar um einige Mikrosekunden pro Tag. Satelliten vergeht schneller. Vergeht schneller. Und das ist letzten Endes auch der Grund, damit, weil das GPS-System ursprünglich nicht funktioniert hat. Die Autos sind ganz in der Mauer reingefahren, also in der Straße. Es hat nicht funktioniert, weil also die Sendezeit also das nicht berücksichtigt hat. Und dann musste man das GPS-System umstellen und man hat das auch getan und hat dem Rechnung getragen, dass oben am Satelliten die Zeit schneller vergeht als hier zum Beispiel auf der Erde. Das ist im GPS-System drinnen und deswegen arbeitet jetzt das GPS so genau nicht. Aber in Wirklichkeit gibt es die Zeit so, wie wir sie uns vorstellen, gar nicht. In den schwarzen Löchern zum Beispiel gibt es überhaupt keine Zeit, nicht? Das war ja die Nobelpreisträgerin Gass, die das ja als erstes festgestellt hat. Sie hat dann auch den Nobelpreis bekommen. Das sind extrem komplizierte Berechnungen, die zeigen, dass in den schwarzen Löchern die Materie so kondensiert ist, dass die Zeit dort nicht existent ist. Und da hat die Nobelpreisträgerin damals, wie sie den Nobelpreis bekommen hat, ist sie ja gefragt worden, und was sagen Sie jetzt dazu, freuen Sie sich und so weiter. Und ihre erste Reaktion war, dass sie gesagt hat, mit unseren Erkenntnissen sind wir an den Grenzorten des menschlichen Verstandes angelangt. Das soll natürlich alles jetzt keine Pflichtverteidigung des lieben Gottes sein, aber es macht es intellektuell redlich, wenn jemand in einer persönlichen Glaubensentscheidung nicht sich für transzendente Wirklichkeiten entscheidet. Und das ist das Entscheidende. Denn früher war es immer so, dass der transzendent gedacht hat, nicht, der ist belächelt worden. Und da hat ausgelacht. Ausgelacht worden. Und man hat die mechanistische Wissenschaft auch benutzt, obwohl das nicht korrekt war, benutzt, um hier einen Glauben lächerlich zu machen. Die spekulative Wissenschaft oder die spekulative Physik, die im 20. Jahrhundert entstanden ist, die zeigt uns jetzt, dass dieses Auslachen inkorrekt ist. Es steht 50-50. Also man kann nicht sagen, das ist alles bewerten. Nein, es ist ja nicht Aufgabe der Wissenschaft. Aber die Wissenschaft soll Indizien liefern und die liefert sie sehr wohl, dass es intellektuell redlich ist, auch an andere Wirklichkeiten als an unsere mesokosmischen Realitäten zu glauben. Und das ist ein Fixum. Und wenn jemand in einer persönlichen Glaubensentscheidung dann das glaubt, was eben die Christen glauben, dann ist das meines Erachtens nach intellektuell redlich. Es wird auch hier bei dir im Buch nach Sultan Saladin gefragt, welche Religion ist die wahre? Und da gibt es eben diese wunderbare Geschichte mit dem Vater, der einen Ring hat, einen Silberring. Ja, und der hat aber drei Söhne und lässt diesen Silberring dreimal gleich machen. Und er gibt aber jedem von diesen Söhnen einen Silberring. Und jetzt weiß jeder Sohn nicht, ob er den Originalring hat oder nicht. Somit sind alle Religionen in Wirklichkeit gleich gut oder gleich wichtig. Ja, das hört natürlich die Amtskirche nicht sehr gerne, wenn man das sagt. Aber in Wirklichkeit steht es ja auch sogar im Hebräerbrief drinnen. Der beginnt in etwa mit folgendem Satz. In der Vergangenheit, in früheren Zeiten, hat Gott in verschiedener Weise zu den Vätern und zu den Menschen gesprochen. Das heißt, die Transzendenz, die Offenbarung hat in unterschiedlicher Weise immer wieder stattgefunden.
in der letzten Zeit oder am Ende der Zeit offenbart er sich dann in Jesus Christus. Also man muss schon die Größe haben, dass man dem lieben Gott jetzt nicht unbedingt vorschreibt, nicht wie er sich offenbart. Er kann sich anders auch noch offenbaren. Aber wir Christen glauben, dass die endgültige oder die letzte Offenbarung dann in Jesus Christus erfolgt. Aber wir dürfen auf die, wo andere Menschen anderes glauben, keine Steine werfen. Und das ist momentan, Gott sei Dank, in der europäischen Geisteshaltung so etabliert worden, im Unterschied zu vielen anderen Teilen der Welt, wo das Christentum nicht existent ist und wo die Christen die verfolgteste Minderheit ist, die es überhaupt gibt. Und wenn man heute immer wieder versucht, Minderheiten zu schützen, was ja auch gut ist, gell, dann muss man auch zur Kenntnis nehmen, dass die Minderheit, die am meisten leiden muss, wo auch die meisten Todesexekutionen stattfinden und die Leute gequält werden, dass diese Minderheit die Christen sind. Und es ist eigentlich bedauerlich, dass das Referat für religiöse Minderheiten, für verfolgte religiöse Minderheiten in Brüssel, in der EU, nicht, dass das seit Jahren nicht besetzt wird. Nicht? Nicht besetzt. Nicht besetzt. Wenn man sich jetzt anschaut, was da in Brüssel alles vor sich geht, nicht, dass offensichtlich doch eine Bande von Menschen, also uns regiert auch, nicht alle, aber doch, diese paar waren doch nicht sehr... Das wusste ich nicht, dass das nicht besetzt ist. Nicht besetzt, ja. Und das ist natürlich etwas, wo ich mir auch denke, wo sind da unsere Leute, die in Österreich, aus Österreich in Brüssel arbeiten? Die könnten ja ein bisschen was machen. Tun sie nicht. Offenbar nicht. Die sind nicht wichtig genug. Ja. Oder aber man macht sich für andere Minderheiten breit, was ja gut ist. Es wird niemand etwas dagegen sagen. Aber dass es eine Minderheit gibt, die also ihren Glauben mit dem Leben bezahlt und kaum jemand etwas für die tut, das ist bezeichnend. Der Einzige, der was dafür tut, ist der Orban. Interessanterweise. Also ich bin völlig unpolitisch und halte mich auch aus der europäischen Politik raus. Nicht? Aber das muss man auch einmal sagen, nicht? Dass also hier viele es ignorieren und es gibt einen öffentlich-rechtlichen Sender, wo man angeblich, wenn man das anspricht, die Antwort bekommt, die sind selber schuld, die Christen, das verfolgt werden. Aber darüber müsste man mehr recherchieren und darüber müsste man auch mehr Daten erheben. Das ist ein interessanter Ansatz, finde ich. Da schließt sich auch der Kreis zu Jesus Christus, der ja mit dem Katharinenkloster verbunden ist. Wenn du das erzählen möchtest für unser Publikum, der war ja ursprünglich auch Tischler und hat Medizin studiert. Ja, ja, das ist ein interessantes Phänomen. Das verdanken wir dem Celsus, nicht, der das berichtet hat. Und man muss natürlich das Christentum auch in einer modernen Art und Weise, und ich versuche das mit Professor Beck immer wieder auch so rüberzubringen, interpretieren. Nicht? Man darf nicht glauben, dass Jesus Christus in Nazareth in der Krippe schon wusste, dass er Gottes Sohn ist. Ja, unmöglich. Nicht? Das ist für ein Baby das Wissen. Nicht? Das ist ein Prozess gewesen. Und während dieses Prozesses, während der Kindheit, war er des Tischlers Sohn, nicht? Und hat das Tischlerhandwerk offensichtlich auch ausgeübt. Und zwar im Palast des Herodes Antipas. Dort hat er als Tischler gearbeitet, berichtet des Celsus. Und dann ist er von Palästina nach Ägypten. Da Ägypten war damals das Paris der Antike, nicht? Da sind alle hingefahren. Dort war die alexandrinische Schule in Alexandrin, nicht? Berühmteste Medizinstudie. Wirtschaftlich stärkste Stadt damals. Der stärkste Staat, berühmteste Medizinschule der Welt. Und dort ist Jesus Christus hingebildet, nicht? Unter Anführungszeichen, als junger Mann und hat dort Medizin studiert. Also, welche Universität kann schon von sich sagen, sie hat den Sohn Jesus Gottes Christus als Student gehabt? Wenige, nicht? Wenige. Und dort hat er natürlich vieles gelernt. Das Handauflegen zum Beispiel, nicht? Oder die Heilungs, Praktiken, nicht? Oder dein Glaube hat dir geholfen, du musst wirklich mitarbeiten, du musst auch wirklich daran glauben, gesund zu sein, nicht? Und dann ist er zurückgekommen und dann war er in der Wüste, dann hat er gefastet und dann war er am Jordan und dann ist ein interessantes Schlüsselerlebnis, nämlich wie er im Jordan war und getauft wurde vom Johannes dem Täufer, da ging der Himmel auf, so berichtet es das Evangelium und von oben sagt eine Stimme, du bist mein Sohn. Und das war wahrscheinlich tiefenpsychologisch der Augenblick, wo ihm, dem jungen Mann, zum ersten Mal die Botschaft bekannt geworden ist, ihm selbst.
Er hat einen besonderen Auftrag und dieser Auftrag ist von oben. Also ich glaube, dass man so auch das Christentum erzählen und so auch das Christentum den Menschen erklären muss. Wenn man es in einer derartigen modernen Art und Weise tut, dann ist es auch akzeptabel, nicht? Aber Faktum ist, dass er in der Krippe in Bethlehem sicher noch nicht wusste, dass er der Sohn Gottes ist. Das geht sich nicht aus. Ja. Und das war natürlich auch ein Streitpunkt im frühen Christentum, nicht? Wie viel Gott und wie viel Mensch ist in Jesus Christus, nicht? Und die haben sich derartig den Kopf eingeschlagen, die frühen, die Byzantiner, nicht? Konstantinopel, Estorius, nicht? Monophysiten, etc., dass dann die Menschen im byzantinischen Reich schon mehr oder weniger mürbe geworden sind von den Streitereien. Und dann kam einer und hat gesagt, mein Gott, das ist nur einer, da gibt es nicht drei Personen. Und dieser einer hat nicht mehrere Naturen, sondern nur eine Natur. Und das war Mohammed. Und das war letzten Endes auch der Grund, warum der Islam sich so, einer der Gründe, es gibt mehrere natürlich, sich so ausgebreitet hat, nicht? Weil man praktisch dem Christentum eine Antithese gegenübergestellt hat, das Christentum, das sich zerfleischt hat in den Fragen, wie viele Naturen hat Gott, wie viele Personen gibt es und so weiter. Und da hat man sich wirklich die Köpfe eingeschlagen, um das noch einmal zu sagen. Und dann kam der Islam und hat gesagt, da gibt es nur einen Gott und den darf man übrigens gar nicht abbilden. Nicht? Du darfst ihn nicht von ja, führen. Und das war einer der Gründe für seine Expansion. Neben natürlich auch der Tatsache, dass es ihnen erlaubt war, Menschen zu töten und den Besitz von ihnen wegzunehmen, wenn sie sich nicht bekehrt hat. Ja, welcher Soldat hat das nicht gewusst, nicht getan, nicht, der den Segen von oben bekommen hat, okay, also andere zu töten, nicht? Und denen alles wegzunehmen. Ja, ja, das war sicher ein zweiter Grund und das hat der Markus Metke, also ein lieber Freund von mir, auch gut herausgearbeitet. Also, aber gut, da gehen wir jetzt ein bisschen in andere Richtungen unseres Gesprächs, aber es sind interessante Details, ja, geistesgeschichtlicher Art. Alexandria war damals so erfolgreich und auch so busy, wie man sagt, dass die Christen sich zurückgezogen haben, dann im Kloster. Ja, ist richtig. Und dort in die Meditation und in die Einsamkeit gesucht haben. Das ist richtig. Wobei man dazu sagen muss, dass natürlich Alexandrien auch eine starke jüdische Population hatten. Und zwar eine aufgeklärte jüdische Population. Und dort ist auch die Septuaginta entstanden. Das heißt, dort wurde das hebräische Alte Testament in das Griechische übersetzt. Nicht? Das haben die jüdischen Gelehrten dort gemacht und haben dann in das Alte Testament noch griechische Verse, die ursprünglich gar nicht in den Heiligen Schriften drinnen waren. Die haben es reingeschmuggelt, quasi. Nicht? Die damalige Jetztzeit, nicht? Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum das Frühchristentum in besonderer Weise nach Alexandrien intendiert hat, nicht? Denn die Christen waren ja nichts anderes als reformierte Juden im Prinzip, nicht? Allerdings Erweiterung des Horizontes, nicht für alle Menschen und nicht nur für die Jüdischen. Aber die hatten in Alexandrien eine Hochburg, eine intellektuelle Hochburg, ähnlich wie Wien um 1900, nicht? Also voller wirklich enormer Intelligenz, die aus der jüdischen Bevölkerung gekommen ist. Und dort hat dann auch das Christentum sich hinfokussiert, nicht? Und die koptische Kirche ist ja die älteste Kirche der Welt, die ist ja in Ägypten entstanden, nicht? Und die Kopten haben sich ja dann mit den Moslems durften keine Ehe schließen, nicht? Und das ist auch der Grund, warum die heutigen Kopten wirklich die Nachfahren der Pharaonen sind. Das sind die Nachfahren der alten Ägypter, auch genetisch gesehen. Die Kopten, die koptische Kirche. Und die koptische Kirche ist die älteste, die wir haben im Christentum. Alexandrien, ja? Von Alexandria aus. Ja. Jetzt ist es immer die Frage, wie können wir eine Gesellschaft spiritueller machen? Was steht uns im Weg? Im Weg steht meistens die Eitelkeit. Das ist immer das, was uns sozusagen in der nächsten Phase umgibt. Da möchte ich eine kleine Zitat vorlesen. Eitelkeit bringt uns nicht weiter auf unserem spirituellen Reise. Sie behindert uns und sie steckt in vielem, was uns für selbstverständlich im Leben gehört, das anschließend glücklich ist. Das Ansammeln von vergänglichen Gütern, die Jagd nach akademischen Titeln, Erfolg und Ruhm, das Nachgeben jeden sexuellen Verlangens, auch wenn es auch uns vielleicht sogar schadet, jung bleiben wollen und der Wunsch nach einem langen Leben, ohne darüber nachzudenken, ob es überhaupt ein gutes Leben ist. Sich keine Gedanken machen, was uns kommt, welche Welt wir hinterlassen.
Ja, es soll natürlich der Christ nicht weltverdrossen sein, nicht? Er soll schon mitarbeiten und soll auch die Ethik des anstrengenden Lebens umsetzen. Allerdings, er soll nicht verzweifelt sein, wenn das dann nicht so geht, beruflich oder finanziell, wenn man nicht 5 Autos oder 3 Häuser hat, dann soll er eine Gleichgültigkeit oder vor allem eine Gelassenheit an den Tag legen. Und diese Gelassenheit nähert sich letzten Endes aus dem Wissen, dass wir nur eine geringe Zahl von Tagen noch zur Verfügung hat, jeder von uns. Und das müsste uns gelassen machen, angesichts der Tatsache, dass wir Teil, wie gesagt, dieses großen Universums sind. Und das fehlt natürlich der Jetztzeit, nicht? Die Jetztzeit glaubt, dieses Leben ist das Letzte. Genau. Dann ist es aus. Und das ist wahrscheinlich auch einer der tiefen psychologischen Gründe für diese Hysterie in der Covid-Zeit. Angst gehabt, das Letzte, das man hat, zu verlieren. Man hat überhaupt keine Transzendenz-Affinität mehr gehabt. Die Brücken zu einem anderen Sein sind abgebrochen worden, nicht? Man hat diese Welt als das Wirkliche und Letzte und Endgültige betrachtet und war dann natürlich hysterisch, wenn man Angst hatte, dass man jetzt den Virus bekommt und der macht es zum Schluss auch noch, beendet das auch noch. Aber natürlich, ob das so schnell geht, dass man hier die Gesellschaft verändert, das bezweifle ich nicht. Denn wir leben in einem enormen Überfluss, nicht? Das sehen ja wir Mediziner, die Körpermassen der Menschen in der westlichen Hemisphäre ist so massiv, dass kein Fitnessprogramm das je wieder abbauen wird können, nicht? Der Abfall und die Belastung des Environments sind so enorm, dass man wahrscheinlich auch durch Programme das zu domestizieren nicht mehr verbessern wird können. Also die Diesseitigkeit der Jetztzeit ist so ausgeprägt, dass ich nicht sicher bin, nicht, ob die Aktivität, ob die Jenseitigkeit letzten Endes noch so hervorgehoben werden kann, wie es sein müsste. Und daran leidet ja sogar die Amtskirche auch. Die kirchliche Elite traut sich gar nicht mehr, von der Osterkerze zu reden, die dem Kardinal König so ein großes Anliegen war. Sie glaubt, traut sich nicht zu sagen, wir sind hier nur in einem Exil. Den Exilcharakter, der wird umgemünzt in Charity, in Mitmenschlichkeit. Man segnet lieber Flüchtlingsboote, so gut das möglicherweise auch sein kann, anstatt dass man von der Auferstehung redet. Und das ist das große Problem, an dem auch die Amtskirche leidet. Auch die ist mehr oder weniger gelähmt vor der hedonistischen Lebensphase, wobei es nicht sicher ist, ob dieses hedonistische Zeitalter, in dem wir leben, nicht relativ rasch zu Ende gehen wird, wahrscheinlich noch bevor das Jahrhundert zu Ende ist. Was mich aus deinem Buch auch fasziniert, der Dompfarrer Faber hat auch diese Leiter im Stephansdom ein Jahr lang, ja, also praktisch zeigen können. Ja. Ja. Und dann waren Kritiker, die das wieder abgewürgt haben, beziehungsweise die ihm das wieder verboten haben, oder ich weiß nicht, wie die Geschichte genau war, aber ich finde es spannend, dass der Dompfarrer auch diese Himmelsleiter im Stephansdom hatte. Naja, der Toni Faber ist ja wirklich ein Phänomen, er ist ein Charismatiker, das muss man sagen. Und er verkündet das Evangelium auf seine Weise, nicht? Er verkündet es, und das hat ja auch der Paulus gesagt, wichtig ist, dass es verkündet wird. Und das muss man dem Toni Faber schon zugute halten. Er kann das Evangelium verkünden in der Welt, in der wir halt leben. Und das ist nicht unbedingt die Kanzel vor 100 Jahren. Dass natürlich sich immer wieder Widerstand erregt, das ist in unserer Zeit so. Allerdings hat ein großer Bauunternehmer, der so Straßen baut und in Kroatien die Autobahn gebaut hat und die Tunnels vor allem, der hat die Himmelsleiter in Kärnten, wo er ein Hotel hat, aufgerichtet und jetzt kann man es in Kärnten vor seinem Hotel, glaube ich, besichtigen. Der hat es übernommen. Welches Hotel ist das in Kärnten? Weiß man das? Also ich möchte jetzt also diesen Straßenbau, ich weiß nicht, wie das Hotel heißt, aber es ist das Hotel, das, ich glaube, das gehört dem Besitzer dieses wirklich ganz großen Bauunternehmens Österreichs, der im Ausland sehr erfolgreich ist. Sehr gut. Was mir sehr gut gefällt, ist ein Satz, der in diesem Buch auf der Seite 72 steht. Wer sich selbst kennt, begreift, dass er selbst in Wahrheit unbedeutend ist. Er lernt, nicht mehr abhängig zu sein vom Lob und von der Bestätigung anderer. Was bringt es, alles zu wissen, wenn man keine Liebe in seinem Leben hat?
Letztendlich zählt nur das, lieben und geliebt werden. Also der Prinz Philipp, nicht? Weiß man ja, wer das war. Der Prinz Philipp hatte einen Lehrer, einen deutschen Lehrer, der musste dann emigrieren und hat in England eine Schule aufgemacht und da war der Prinz Philipp der Schüler. Und er hat den Prinz, seinen Schülern, und Prinz Philipp war auch dabei, immer eines gesagt: Merkt euch eines, da gibt es 5 Regeln. Und die erste Regel ist, ihr müsst immer einen großen Bogen um euch selbst machen. Ja, nicht in den Mittelpunkt stellen, nicht? Sondern um sich selbst einen großen Bogen machen. Sich manchmal sogar selbst ironisieren und lächerlich. Nicht? Und der Prinz Philipp hat das hervorragend gemacht. Manchmal sogar zu hervorragend, dass man gedacht hat, der hat vielleicht also momentan einen Blackout. Er hat sich ironisiert, sich selbst und auch seine Umgebung. Nicht? Und das ist manchmal ja sogar unangenehm aufgefallen. Aber das war die Botschaft, die er von seinem Lehrer mitgenommen hat, einen Bogen machen um sich selbst. Und das ist immer ganz wichtig. Sich selber nicht zu wichtig zu nehmen. Nicht so wichtig zu nehmen, nicht in den Mittelpunkt stellen. Und das Stück möchte ich noch lesen. Eine reine, aufrichtige und beständige Seele fühlt sich auch dann nicht zerstreut, wenn sie viel zu tun hat. Denn sie weiß, warum sie es tut. Ein weiser Mensch verzichtet auf Selbstliebe und sieht sich als Teil einer höheren Ordnung. Einfach ist das nicht. Es ist ein harter Kampf überhaupt, sich selbst zu überwinden, das Ego. Aber genau diesen Kampf sollten wir führen. Uns selbst überwinden und selbst Tag für Tag besser beherrschen lernen, immer mehr zu einem guten Menschen werden. Ja, der Ignatius von Loyola hat das so formuliert, man muss jeden Tag am Abend muss man sich vor ein Tribunal stellen. Nicht? Und vor dem Tribunal muss man überlegen, was hätte man besser machen können. Man könnte das jetzt, wenn wir schon in das Ende hineingeläutet werden, könnte man auch so es formulieren, man soll sich jeden Tag vor den Untersuchungsausschuss stellen, sich selbst, nicht? Okay. Und soll überlegen, was hätte man besser machen können, was hat man falsch gemacht. Und wenn man diesen Untersuchungsausschuss, da meine ich nicht den politischen, wenn man den für sich selbst immer wieder aktualisiert, dann ist das möglicherweise auch eine Stufe in dieser Leiter zu einer gewissen Vollkommenheit. Ich möchte aber noch Publikumsfragen anbringen. Und zwar, eine Dame fragt, wie kann ich als Atheistin die Himmelsleiter erklimmen? Gibt es Grenzen? Die Himmelsleiter ist eine Chiffre. Das ist auch eine Leiter, dass man seine Persönlichkeit verbessert. Es ist eine Leiter, dass man zur Ruhe kommt. Das kann der Atheist genauso machen. Zweite Frage, wo wäre Thomas Kempen heute? Wäre er in den Social Media? Würde er sie nützen? Das ist natürlich eine Frage, die schwer zu beantworten ist, weil jede Zeit ihr eigenes Kolorit hat. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er da auch auftreten würde auf seine Art und Weise halt. Dritte, ich gehe fast nie in die Kirche, mir begegnet Gott aber in den verschiedensten Lebenssituationen. Ist das normal? Es muss jeder den Kontakt zum Transzendenten finden. Wenn man in den Mainzer Tiergarten geht und dort einen Baum umarmt und damit glaubt, Gott gefunden zu haben, dann ist auch das eine Möglichkeit. Man soll aber nicht lachen über den, der dann am Sonntag in die Kirche geht und dort glaubt, Gott zu finden oder Gott findet. Was macht man aber? Nicht? Also der den Baum umarmt, der wird gehypt. Was ist das für ein toller Bursche? Und der in die Kirche geht, wird ironisiert. Und die letzte Frage, ich bin alleinerziehende Mutter einer 7-jährigen Tochter und Atheistin. Wie kann ich meiner Tochter möglichst viel Freiraum in ihrer Religion lassen? Also als Gynäkologe hat man natürlich immer hohen Respekt vor alleinerziehenden Müttern, wenn man weiß, was das für ein großes Opfer ist, nicht? Das Beste ist, dass man dem Kind natürlich in fairer und offener Weise sagt, was hat die Religion zur Humanisierung unserer Gesellschaft beigetragen? Was hat sie auch für Fehler gemacht? Aber wenn man das abwiegt und wenn man vor allem die Bergpredigt liest, und das könnte man der Mutter empfehlen, dass sie das dem Kind vorliest, wenn man die Bergpredigt liest, dann hat man schon den Eindruck, dass all das hier in komprimierter Form vorhanden ist, was die Welt in ein besseres Dasein führen könnte. So, ich danke der Aufmerksamkeit unseres geschätzten Publikums an den Empfangsgeräten zu Hause. Ich wünsche ein wunderbares Weihnachtsfest 2022. Bleibt kritisch, passt auf.
seid vorsichtig und lasst euch nichts gefallen.